Hey ho Leute, heute wird endlich mal wieder getopft. Und wo topfen wir? In der Grillkota. Ja, das ist schön gemütlich und wird ein bisschen kuschelig wärmer werden, als wenn ich es draußen mache. Sämtliche Vorbereitungen machen wir hier. Und nebenbei werde ich dann noch zwei Packerl auspacken, also ein kleines Unboxing. Ja, und was machen wir heute denn überhaupt? Wir machen einen Black Angus Eintopf mit Steinpilzen. Ja, und halt ein bisschen Gemüse. Was halt so reinkommt, reingehört. Wie ich mir das halt einbilde. Aber jetzt gehen wir dann über und gucken mal, was ich alles habe. Was haben wir hier jetzt alles? Wir haben vom Black Angus zwei so Bratenstücke. Die werde ich dann noch zurechtschneiden. Noch den Rest hier runterschnibbeln, zurechtparieren und kleinschneiden. Dann habe ich hier noch von letztens die Mini-Karotten da. Die werden wir auch noch mitverwenden. Hier habe ich einfach so ein Backerl Suppengrün, ein paar Paprika. Ja, an der Pilze, Steinpilze, habe ich leider auf getrocknete zurückgreifen müssen. Die haben wir hier jetzt ins Wasser eingelegt. Die dürfen noch ein bisschen, bevor das Wasser abgegossen wird. Da werden die auch noch ein bisschen kleiner geschnitten. So Riesenfetzen braucht man nicht da drin. Ja, Paprika. Dann habe ich einen Rinderfond. Und SPT. Ja, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Salz, Pfeffer und Thymian. Das sind heute unsere Gewürze. Irgendwas habe ich vergessen. Genau. Wir schneiden natürlich auch noch eine kleine Zwiebel mit rein. Gut. Das Zeug alles klein schneiden in der Schüssel rein und ja, Fleisch zurecht parieren. Und wenn das alles soweit ist, dann sehen wir uns wieder beim Fleisch ja sowieso, weil da kommt noch was dazu. Schawupp, das Fleisch ist klein geschnibbelt. Das tun wir jetzt gleich einmal ein bisschen salzen. Und dann noch ein bisschen melieren. Ja, das gibt ja angeblich so eine schöne Farbe dann beim Anbraten. Na, jetzt habe ich beide Hände eingesaut. Jetzt muss ich erst wieder Hände waschen gehen, bevor ich das Ding hier anlangen kann. So. Und dann können wir das da reinpacken und so geht es dann mit raus. Und wird im Topf erst einmal ordentlich angebraten. Und ich gehe jetzt schon wieder Hände waschen, das Brett sauber machen und dann sehen wir uns wieder. Beziehungsweise danach werde ich dann die ganzen anderen Sachen klein schneiden. Und wir sehen uns dann wieder mit den ganzen Zutaten draußen in der Kota. Schlachtfeldbeschauung. Eine Zwiebel, wie gesagt, ja gut, andere müssen da mindestens 3-4 kleine Zwiebeln dafür nehmen. Paprika habe ich jetzt nur die gelbe genommen. Die Mini-Karotten habe ich auch nicht genommen. Ja, sonst wird der Topf unter Umständen wieder zu voll. Aber den Rest von den Suppengrünen habe ich da alles neu geschnippelt. Dann nehmen wir ja die zwei Sachen mit raus. Dann natürlich das Fleisch, die Pilze, Salz, Pfeffer und Thymian. Und den Rinderfond. Ja, das ist alles. Der Topf steht schon draußen. Gehen wir hinaus zur Grillkota. Hui, jetzt hätte ich doch fast das Mödinger Butterflöckchen hier vergessen. Das brauchen wir natürlich auch. Ja. So, bevor wir hier jetzt weitermachen, quatschen wir noch ganz kurz. Ursprünglich hat ja Schatzi gestern die zwei Bratenstücke rausgeholt. Die wollte sie komplett in den Topf rein und komplett schmoren. Ja, darauf habe ich absolut keine Lust gehabt. Und ja, habe mir überlegt, habe schon grob eben den Plan gehabt, Zubehör schon eingekauft. Und dann habe ich nochmal durchgeguckt. Ja, und dann bin ich auf diese Dutch Ofenbibel von Lodge gestoßen. Aus dem Hehlversand wieder. Hey, das Buch ist mehr als geil. Besonders zu der Geschichte von der Dutch Öfen. Fast das halbe Buch voll. Infos über Infos etc. pp. Also
richtig geiles Buch. Ja, und ein Gericht, Sarah's Beef Stew, das ist mir ins Auge gestochen und an dieses Gericht ist das hier angelehnt. Angelehnt wohlgemerkt. Ja, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich nicht den Thymian dazu getan. Gut, hier können noch Kartoffeln rein. Schatz macht dann Nödel. Okay, aber jetzt schwenken wir die Cam darüber, weil ich würde mal sagen, die Kohlen sehen relativ gut aus, so dass man Dutch-Ofen draufstellen können. Genau. Also hier habe ich heute auch relativ wenig Angst, dass die Kohlen ausgehen durch die gute Unterlüftung. Und hier tun wir jetzt gleich unser Mödinger Butterfleckchen hinein, lassen die schmelzen und dann können wir auch schon das Fleisch anbrutzeln. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich hier nicht den falschen erwische. Weil einer ist für Kohlen, der andere ist nachher fürs Fleisch zum Rausholen. Ja, wir holen das einfach nochmal nachher raus, wenn es angebraten ist. So, ich glaube nicht einmal, dass wir jetzt das ganze Butterfleckchen schmelzen müssen. Weil dann haben wir nachher noch genügend für die Zwiebeln übrig. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Zumindest fast. Und raus damit und rein mit dem Fleisch. Und das tun wir jetzt in Butter ordentlich anrösten, anbraten, anschmoren. Schön anbraten. So Leute, ja, das erste Stück kann man schon umdrehen. Naja, gut, ein bisschen könnte es noch. Ja, nee, wir lassen es noch ein bisschen so, dass das wirklich ein paar schöne Anbrutzelröstaromen bekommt. Und dann drehen wir das ganze Fleisch um, andere Seite und dann raus auf die Seite und dann die zweite Portion. Und wenn ich die zweite Portion fertig habe, hole ich euch wieder dazu. Weil in der Zwischenzeit, ja, schlürfe ich was. Das ist wahrscheinlich erster Red Bull seit 2 Wochen. Ah, wie gesagt, den Konsum habe ich stark eingeschränkt. Okay, warten wir, bis die zweite Ladung durch ist. So Leute, ich würde mal sagen, genug der Röstaromen. Ja. Hinein mit der Zwiebel oder in anderen Fällen mit den Zwiebeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich springe und mir den 9er Dutch-Ofen hole. Und wieder mal verschätzt von der Größe. So Leute, ich nehme den, läuft die Cam noch? Jawohl, ich nehme den FT6 und kann ich noch, kann ich nicht mehr anlangen. Und werde jetzt den Topf hier runternehmen. Der FT6 hat keine Füße, deswegen braucht man hier dieses Gitter. Kann ich dann noch die Kohlen zurecht tun, tu den schnell umfüllen und dann sehen wir uns hier wieder. So Leute, der muss halt jetzt wieder etwas warm werden. Aber inklusive der Röstaromen aus dem anderen Topf umgefüllt. Yeah.
wie es halt immer so geht. Verdammt doch mal, der Topf ist zu klein. So Leute, ich habe hier ein Paket, zwei Paket und dann habe ich letztens noch bekommen einen Hallertauer, ein Hallertauer Hopfengold, also ein Hopfenschnaps. Wie der schmeckt, keine Ahnung, der ist noch zu. Wollte ich eigentlich auf der Grillkoter Party den Gästen servieren, so als Trunk hinterher. Habe ich irgendwie total verschwitzt, vergessen. Egal, bei der nächsten ist er fällig. Ja, vielen Dank, Josef Hagel. Naja, wie man dich halt ausspricht, ich weiß es nicht. Ein netter Kerl, stehe auf Facebook in Kontakt. Ja, und jetzt schnappe ich mir hier das erste Paket. Ich kann mir denken, was drin ist. Bitte im Video unboxen. Jo. Und dann, hör, schau mal, was da rauskommt. So. Ich kann es mir vorstellen. Ich bin mir fast sicher. Und ich freue mich schon riesig drüber. Jawohl. Haha. Ja, die Grillshow-Presse. Die Original Grillshow Burger Presse. Wunderbar zerlegbar in alle Einzelteile aus Edelstahl. Kann man direkt auf der Feuerplatte seine Burger pressen. Braucht bloß die entsprechenden Kugeln hinlegen und pat, hat man seine Burger Patties. Vielen, vielen Dank. So viel ich weiß, haben die ein paar andere Kollegen auch noch bekommen. Geil. Und das Ding ist wirklich massiv gearbeitet. Schön verschweißt. Richtig wertig. Geilomat. Geilomat 5000. Jawohl. Sehr geil. Leute, es wird bald wieder Burger geben. So, muss ich mich kurz wieder um die Zwiebelchen kümmern. Ja, einen Augenblick können sie noch. Dabei kann ich mit dem nächsten Paket anfangen. Das ist von Manfred und Doris. Die hatten mir, glaube ich, die Nadeln geschickt, wenn ich mich nicht irre. Und den habe ich als Dank eine Tasse geschickt. Und jetzt, da drin gluckert's, kommt schon wieder ein Paket zurück. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Aber freuen tue ich mich riesig. Ach, übrigens, der heutige Tag noch. Alles Gute zum Geburtstag, Dirk. Der alte Mann wird, glaube ich, 75, 78, irgendwie sowas. Hoffen wir, dass wir den noch lange haben. So. Oben. Gut. Schneiden wir es hier auf. Manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn sowas draufsteht. Ein Briefchen dazu. Einfach nur mal Danke sagen. Hallo Grillschranke und Andrea. Vielen Dank für die Tasse und die zahlreichen tollen Videos, die wir immer bestaunen dürfen. Beugen? Nee, bestaunen. Auch ein kleines Dankeschön für eure Mühe, die ihr stets aufbringt. Überarbeitet euch nicht und habt so viel Freude und habt viel Freude mit der Grillkoter. Grüße von den Pfälzer Fans, Manfred und Doris. Dankeschön.
So, und jetzt gucken wir mal, was hier rauskommt. Hier kommt der nächste Karton raus. Nebenbei wieder auf die Zwiebeln gucken. Weil gleich können wir das restliche Gemüse reinhauen. Bevor ich den jetzt aufmache, der was so schön gluckert, schauen wir kurz nochmal hier rüber. So, beide hier. Schmeiße ich jetzt das restliche Gemüse mit rein. Lauchmöhren, Sellerie. Bisschen Petersilie habe ich auch mit reingeschnippelt, was da drin war. Und das tun wir jetzt noch ganz kurz mit anbrutzeln. Und dann können wir so langsam eigentlich schon angießen. Ja. Und arbeiten tun wir heute übrigens nur mit Unterhitze. Ja, das reicht ja normal für einen Topf. Und jetzt nächstes Paket weiter aufmachen. Da hat jemand sehr gut aufgepasst. Das ist für Schatzi definitiv. Moment. Ich rufe sie kurz mal an, dass die in Grillkota darüber kommt. Hallo mein Schatz, kommst du bitte mal in die Grillkota? Ich kann das Paket nicht weiter auspacken, weil das oberste Teil, was da drin liegt, ist für dich gedacht. 5 Minuten, okay, dann, ja, genau. Leute, es geht gleich weiter, wenn mit dem Auspacken, wenn Schatzi da ist, weil das muss ich schon selber sehen. Tja. Und wir gucken dabei darüber. So, hier geht's gleich weiter. 5 Minuten sind um, Schatzi ist gekommen. Moment, die lassen wir jetzt erst einmal den Brief lesen. Bitte schön, Schatz, was zum Lesen? Manfred und Doris. Doris. Doris, okay. Einfach nur mal Danke sagen. Hallo Grillchunky und Andrea. Vielen Dank für die Tasse und die zahlreichen tollen Videos, die wir immer bestaunen dürfen. Anbei ein kleines Dankeschön für eure Mühe, die ihr stets aufbringt. Überarbeitet euch nicht und habt viel Freude mit der Kota. Grüß, Gruß von dem Pfälzer Fans, Manfred und Doris. Tja Schatz, und dann habe ich dieses Paket aufgemacht und habe festgestellt, dass das erste für dich ist. Oh, weil, guckst du? Ich habe ja noch gar nicht Geburtstag. Das macht ja nichts. Das ist ein Vorgeburtstagsgeschenk. Ach nee, Mutterkugel. Ja. Ja, cool. Bitte schön, darfst du dir rausnehmen? Dankeschön. Und die gehören mir alleine. Hast ja, du gehört? Ja, ja. Andrea. Gut, mein Schatz. Ja, da bin ich da zu scharf drauf. Wow. Leute, Doris und Manfred waren es, ja, gell? Vielen Dank. Einmal vielen Dank, reicht gar nicht dafür. Wow. Ja, gut. Sehr geil. Das ist die Grillkota-Pulle. Ja, jetzt sammle ich so langsam die Flaschen schon für drinnen und draußen. Haha, sehr geil. Magst du die nicht da oben reintun in unser Fach? Ja, jetzt, wenn im noch ist nicht richtig Winter, da haut es da oben dann die Sonne drauf und dann wird das Zeug sehr warm. Deswegen lasse ich es lieber noch herunten. Gut, aber wir machen jetzt am Topf weiter und ja, ich freue mich einfach über das Packerl. Ja, weiter geht's. Ach so, ja Schatzi, wir müssen noch demnächst Burger machen. Und guckst du? Oh, Christopher.
Ja. Oh, ja. Ich habe am Samstag Dienst, bis ich reinkomme, kannst du gleich basteln. Am Samstag? Ja. Ah, da können wir drüber reden. So. Das Fleisch wieder mit hinein. Danke, lieber Christopher und Co. Die Grillshow. Ist da auch Kartoffeln dabei? Nein. Warum nicht? Habe ich jetzt keine mit rein. Okay, weil du wolltest Knödel. Ja, eigentlich. Eigentlich wäre es auch im Rezept gestanden, aber ich habe gedacht, du machst ja Knödel dazu. Nee, da brauch ich da Knödel brauche ich mit ganz viel Soße. Da brauchen wir Kartoffeln dazu. Da sind jetzt keine Kartoffeln drin, mein Schatz. Nein, es ist ohne Kartoffeln und ohne Knödel, das weiß ich was. Oh nee, du machst aber einen Topf Knödel dazu. Nein, mache ich nicht. Dabei. Doch? Nein. Da kommt ja jetzt noch ganz viel Soße rein. Nein, doch, aber zum Knödel brauche ich eine dunkle Soße und keine helle. Schau, da kommt ganz viel Soße rein. Da kommt, ich schälte dir jetzt vielleicht noch ein paar Kartoffeln, die kannst du jetzt mitkochen, aber da mache ich keine Knödel dazu. Oh, dann musst du die Kartoffeln machen. Klein schneiden, ein Stückchen und dann tun wir die mit rein. Und dann sind wir sehr, sehr nah dran an diesem Rezept aus dem Buch. Ich zeig's einfach nochmal aus dem Hehlverlag, die Lutschfibel. Also meine Empfehlung hat das Buch. Es ist mal richtig geil. Gut. Okay, dann tut Schatzi jetzt nachher noch schnell ein paar Kartoffeln schnibbeln. Und du wirst mir dabei helfen. Ich muss auf den Topf aufpassen, mein Schatz. Der läuft nicht davon, doch. Der hat kein Geld. Ne, aber Füße. Nee. Nee, scheiße, der hat ja gar keine Füße. Eben. So, dann tun wir gleich einmal ein bisschen Thymian mit rein. Die haben im Buch geschrieben, haben sie gesagt, einen getrockneten. Ich wollte jetzt ganz einfach mal ein bisschen einen getrockneten mit rein. Ein bisschen Pfeffer und noch ein bisschen Salz. So. Und ich unterrühren. Und dann können wir das Ganze nachher gleich noch aufgießen, wenn wir unsere Kartoffeln haben. Beziehungsweise gieße ich gleich noch ein bisschen auf. Machst du jetzt da oben auch Kohlen drauf? Nein, von oben. Heute nur mit Unterhitze. Das ist quasi wie am Lagerfeuer. Ich hätte jetzt auch hier oben den Haken verwenden können. Den hier. Und da den Topf hinhängen können. Sprich, das ist eigentlich ein Menü, was man auch, käme auf mich schnell mal. Das ist jetzt eigentlich ein Menü, was man auch auf dem Dreibein machen könnte. Zum Beispiel im 18er Dutch Oven, auf einem großen Event, für viele Leute, wenn da sind, wo man einfach ein Dreibein hat. Oder dieses geile Petromax Gestell. Oder einfach über dem Lagerfeuer. Oder einfach über dem Lagerfeuer. Ja, einfach nur mit Unterhitze. Ja. Oder ihr könnt es genauso gut in der Küche am Herd nachmachen. Sollte auch absolut kein Problem darstellen. Aber ich rühre jetzt nochmal um und gehe dann mit Schatzi rein. Kartoffeln schneiden. So Freunde, hier köchelt es so vor sich hin. Ich habe dabei die Kartoffeln geschnitten. Geschält und geschnitten. Ich habe mein Schatz hier einfach davon gejagt. Oh, rein damit. Ein kleines Soßenprobiererle. Oh ja. Vom Grundgeschmäckle schon ganz gut. Noch ein bisschen angießen. Alle Fälle noch eine Portion von den Thymian mit hinzugeben. Ich hätte auch frischen nehmen können, aber naja, egal. Jetzt haben wir halt den hier.
noch mal so einen Teelöffel Salz. Und noch eine Prise Pfeffer. Und nicht unterheben. Und dann machen wir einen Deckel drauf, tun das. Ja, und tun das erst einmal noch für mindestens 1,5 Stunden vor sich hinköcheln lassen. In der Zeit sollten auch die Kartoffeln weich werden. So. Und jetzt werde ich erst einmal noch ein paar Kohlen unten dazu schmeißen, weil ich befürchte fast, ja, die kriegen ja richtig Zug von unten, dass die schon weggebrannt sind. Okay, mache ich und dann geht's weiter. Oh Mann, Leute, jetzt habe ich den einen der wichtigsten Geschmacksträger bei meinem Essen hier vergessen. Nee. Ja. Oh Gott. Du kannst auch Michi zu mir sagen. Oh, Steinpilze. Die geben nochmal das gewisse Etwas da hinein. So. Kohlen habe ich jetzt noch unten drunter in der Zwischenzeit. Und jetzt können wir es vor sich schmurgeln lassen. So Leute, der Topf blubbert und brodelt. Moment. Käm auf mich mal wieder. Da steigt ein Duft aus. Da steigt ein Duft auf. Leute, das ist der Hammer. Es ist nicht zum Aushalten hier drin. Es riecht einfach zu lecker und wir haben schon so viel Hunger. Deswegen werden wir jetzt dabei wieder reingehen. Wir werden das Essen hier noch ein Stündchen alleine vor sich hin brodeln lassen. Und dann, wenn ich mal rauskomme zum Nachgucken, schalte ich die Cam natürlich wieder ein. Schatzi meinte gerade, ich soll noch umrühren, bevor wir reingehen. Dann mache ich das halt noch schnell. Boah. Also wenn das nicht lecker wird, dann weiß ich auch nicht. So, brauche ich das gut. So Leute, Schatzi will probieren, gucken, ob das Essen gut ist. Im Hintergrund habe ich gerade auf Facebook ein Live-Video laufen. Oh. So. Und sieht das gut aus. Oh, nicht so groß, nicht so groß. Sie sind alle so groß. Warum hast du das so groß geschnitten? Damit wir was zum Essen haben. Ja, dann leg mal das bitte auf das Brett, dass ich das probieren kann. Warte mal, vielleicht finde ich noch einen kleineren Brocken. Und? Essen ist eigentlich soweit gut, wenn du jetzt noch sagst, das Fleisch ist gut. Und dann können wir auch reingehen nachher zum Essen. Mm. Wie? Das war jetzt nicht nett. Ja. Das war jetzt nicht nett. Das Leben ist nicht immer nett. Das ist unfair gewesen, was du jetzt gemacht hast, das weißt du. Ja, aber lecker. Oh, die Cam könnte ich mal wieder ausschalten hier. Ja, ja, Schatz, die ist wieder viel zu schnell. Die ist auch sehr hungrig. Oh, ist auch schon, wie spät ist es schon? 8:30. Die muss morgen auch ziemlich früh wieder raus. Ja. Das war der erste Teller. Die Cam beschlägt wie verrückt. Drum lassen wir jetzt die Cam erst einmal wieder klar werden. Oh, sieht's, aber gut sieht's aus, Leute. Echt wahr. Und die Kartoffeln gehören rein. Ja, natürlich. Ich habe gedacht, wir machen Knödel dazu. Oh, Leute, das lassen wir uns jetzt schmecken. Aber es gibt natürlich noch ein Probiererchen. So Leute, dann kommen wir noch zu dem Probiererchen. Black Angus. Regional.
von einem regionalen Züchter. Ja. Einfacher oder näher geht gar nicht. Wirklich lecker. Die Steinpilze haben es vom Geschmack her wirklich noch mal rausgerissen. Einfach nur lecker, Schmackofatz. Leute, ich esse jetzt und nachher sehen wir uns noch schnell zum Fazit. Leute, gut, dass ihr hier unten meinen vollgefutterten Bauch jetzt nicht sehen könnt, weil sonst würdet ihr euch Kugeln vor Lachen. Hey, das war wieder mal ein Essen. Das war so richtig lecker. Absolute Nachmachempfehlung. Auch wenn ich sagen muss, wer es nicht ganz so scharf haben möchte, ein bisschen weniger Pfeffer rein. Aber das war auch schon das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ja, was man anders machen oder was ich jetzt anders machen würde. Ansonsten hervorragend, absolut geil. Rausgerissen vom Geschmack haben es nochmal die Pilze, die Steinpilze. Die haben wirklich ein richtig leckeres Geschmäckle noch mit reingegeben. Kartoffeln, dass wir die neu haben, okay. Ich wollte es ja mit Knödeln essen. Schatz, mit Kartoffeln kann man so oder so machen. War aber so auch hervorragend. Schatzi, möchtest du auch noch was dazu sagen? Nein. Nein, aber. Ich hab's gut gefunden mit den Kartoffeln. Ja, so. Natürlich, es war sehr lecker. Es war perfekt. Es war einfach nur perfekt. Leute, macht's es nach. Probiert's es aus. Wenn ihr kein Black Angus bekommt, nehmt einfach ein normales. Ja, genau. Okay. Wie gesagt, das Black Angus ist bei uns hier regional. Da haben wir ein paar verschiedene Weiden, wo die rumlaufen, die Viecher. Und deswegen haben wir halt das Glück, dass wir da öfters mal hinlaufen. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, im nächsten Live-Video oder was auch immer. Däumchen nach oben würde mich freuen. Netter Kommentar, Abos natürlich auch, da habe ich ja eh viel zu wenige. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns, Tschaikowski. Eins wollte ich noch sagen, das habe ich aber jetzt vergessen. Egal, ciao.